Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Ostern steht vor der Tür und in der Regel gibt es da ja viele Eier. Deswegen werden wir uns heute ein Osterei-Deluxe machen. Wenn ihr sehen möchtet, was das ist, wie das geht, was ihr braucht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das ausführliche Rezept zu dem Video findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Zutaten, und diese schauen wir uns jetzt an. Da haben wir hier einmal gehacktes, in meinem Fall ist das jetzt halb und halb, ihr könnt natürlich nur Rind oder auch nur Schwein nehmen. Dann hier im Vordergrund haben wir einmal Paprika, das war jetzt eine rote und eine gelbe, die haben wir richtig schön fein gehackt. Hier haben wir eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe, auch das fein gehackt. Dann haben wir noch einmal zwei Eier, hier ist Petersilie. Dann haben wir hier Salz, Pfeffer, Chiliflocken, das habe ich schon mal vermischt. Hier haben wir ein bisschen Paniermehl, eine Kugel Mozzarella. Im Vordergrund haben wir ein paar Speckscheiben und hier hinten haben wir einmal Kartoffelpüree. Und bevor wir jetzt starten, noch zwei, drei Worte zum Kartoffelpüree. Das könnt ihr euch einmal komplett selber machen. Das heißt, ihr kocht euch Kartoffeln, dann macht ihr euch ein bisschen Milch rein, ein bisschen Butter, quetscht das schön, dann habt ihr euer Kartoffelpüree. Alternativ könnt ihr natürlich auch das Fertige aus der Tüte nehmen, was ihr so im Supermarkt bekommt. Das macht ihr bitte, wie ihr möchtet. Damit werden wir auch starten. Wir nehmen uns jetzt zuerst hier das Kartoffelpüree mal raus. Dann werden wir uns das hier so ein bisschen flach machen. Und wenn ihr das dann so hier in der Hand habt und so ein bisschen platt gedrückt habt, nehmen wir uns im nächsten Gang hier die Mozzarella-Kugel, legen die hier mittig rein. Und dann werden wir das hier so drumherum packen, dass wir einmal das Ganze schön dicht verschlossen haben. Das Ganze formen wir natürlich wie ein Ei, denn wir wollen uns ja ein Ei Deluxe machen. Das soll dann auch einigermaßen aussehen wie ein Ei. Mittlerweile haben wir unser Mozzarella dann hier so schön verpackt. Und wie man sehen kann, sieht wirklich aus wie ein Ei. So will ich das haben. Und dann werden wir uns hier unser geformtes Ei nehmen, legen das hier vorsichtig in die Schüssel zurück. Wenn wir das da drin haben, packen wir uns die Schüssel, gehen damit ans Gefrierfach, stellen das für gute 20 bis 30 Minuten rein, dass das einmal nur kurz anfrieren kann. Denn so bekommen wir nachher das Hack besser um das Ei. Und damit machen wir jetzt weiter. Dann, wie eben erwähnt, nehmen wir uns jetzt das Gehackte hier hin. Zum Gehackten kommt dann die Zwiebel und der Knoblauch. Dann kommt die Paprika. Dann geben wir schon mal das Paniermehl dazu. Die Petersilie. Dann kommt Salz, Pfeffer und die Chiliflocken dazu. Da macht am Anfang immer erstmal so ein bisschen, da schmeckt ihr euch dann ab, bis es passt. Und jetzt zum Schluss kommen noch die Eier dazu. Und wo das jetzt alles in der Schüssel ist, nehmen wir natürlich die Hand und werden alles gut miteinander vermengen, dass wir eine richtig schön gescheite Bindung hinbekommen. Mittlerweile habe ich es dann so lange geknetet, dass es hier so richtig Bindung hat. Das erkennt er daran, wenn es hier anfängt zu kleben. Das sollte uns dann auch genügen. Ich werde das jetzt hier schön beiseite stellen, mir einmal kurz die Hände waschen. Hände sind dann sauber. Das stellen wir, wie eben erwähnt, darüber. Dann kann das ein bisschen vor sich hin durchziehen. Jetzt müssen wir ein Baconnetz haben. Dazu lege ich mir hier schon mal ein bisschen Backpapier hin. Und wenn wir das dann so hier liegen haben, dann nehmen wir uns hier unsere Baconscheiben, legen die einmal hier der Länge nach hin. Da sollten 5 Stück nebeneinander ausreichen. Und wenn das Ganze dann so hier liegt, dann nehmen wir uns hier jeweils einmal die zweite Scheibe und die vierte Scheibe, legen uns die so dahin. Dann nehmen wir uns hier eine Scheibe Bacon. Legen die uns schön drüber, können die auch andrücken. Dann packen wir das wieder drauf. Und wenn wir das haben, nehmen wir dann einmal die erste Scheibe, klappen die hoch. Dann die dritte und die fünfte.
Dann kommt hier die nächste Scheibe Bacon hin. Dann nehmen wir uns die Scheiben wieder, klappen die zurück. Dann haben wir das. Und dann geht es natürlich weiter so, wie wir angefangen haben. Wir nehmen uns hier wieder die mittleren, also 2 und 4. Und auch hier packen wir wieder eine Scheibe Bacon drüber, klappen das Ganze zurück. Und ihr seht, so ein Bacon-Netz flechten ist gar kein Problem. Das ist eigentlich ganz easy. Muss ich halt nur die Ruhe nehmen und ich werde jetzt so weitermachen. Das heißt, jetzt nehmen wir wieder 1, 3 und 5. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir hier 2 von diesen Netzen haben. Dann haben wir unsere Fummelarbeit erledigt. So schauen die Netze jetzt aus. Die legen wir mal hier rüber. Dann habe ich mir hier wieder ein bisschen Backpapier ausgelegt. Dazu holen wir uns das Hack. Da werden wir uns jetzt hier die Hälfte rausholen. Legen uns die mal hier drauf. Und dann fangen wir an, das Ganze so ein bisschen platt zu drücken. Aber darauf achten, dass wir wirklich so mehr als einen Zentimeter Stärke haben. So wie das jetzt hier ist, ist das okay. Und ihr fühlt ja, wo es noch ein bisschen dicker ist, da drückt er dann so ein bisschen nach. Dann nehmen wir hier unser Kartoffel-Mozzarella-Ei, legen uns das hier drauf. Und jetzt müssen wir anfangen, uns das Hack hier drum zu formen. Wichtig ist halt, dass wir unser Kartoffel-Mozzarella-Ei nicht kaputt drücken. Ihr seht, mit dem Backpapier kann man sich das hier so schön hochziehen. Dann drücken wir das schon mal leicht an. So, und wenn wir das jetzt haben, nehmen wir uns dann hier unser restliches Gehackte, machen uns hier so Flerden. Und dann werden wir das auch nur schön hier so aneinander drücken, dass das einmal komplett dicht ist. Das werde ich aber jetzt machen und dann schauen wir uns das fertige einmal an. Dann haben wir alles dicht, unser Ei geformt und wie man sehen kann, das sieht jetzt wirklich aus wie ein Riesenei. Das müssen wir jetzt nehmen und hier drüben auf den Bacon legen. Dazu nehme ich mir hier das Backpapier hoch, packe mir das hier so schön drauf, bringe das nochmal so ein bisschen in Form. Jetzt können wir uns dann hier den Bacon so ein bisschen hochziehen und anlegen. Jetzt nehmen wir uns das andere Bacon-Netz. Legen uns das schön so hier drüber. Dann können wir hier auch mit dem Backpapier ein bisschen fummeln. Ich denke mal, jetzt geht er ab. Jawohl. Noch das drücken wir dann hier schön an. Ja, dann würde ich sagen, schneide ich mir hier jetzt noch mal so ein bisschen das Backpapier weg, weil dann kann ich es mit Backpapier auf den Grill legen. Und Grill ist ein gutes Stichwort, den bereite ich jetzt vor und da sehen wir uns gleich wieder. Dann wird der Grill gestartet. Wir nutzen heute wieder den Sogambo. Befeuert habe ich das Ganze mit den Kohlen vom Best Charcoal. Heute wieder Birke und Espe. Ihr wisst, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen 15% Rabattgutschein. Wenn ihr euch die kaufen möchtet, könnt ihr das gerne über diesen Gutschein machen und diese dann ausprobieren. Jetzt machen wir den aber erstmal schnell zu. Und dann lassen wir den auf 160 Grad hochheizen. 160 Grad sind erreicht, wir können öffnen. Zuerst werden wir natürlich jetzt mal wieder hier den Rost hoch machen. Dann eine Fettauffangschale reinmachen. So, das hätten wir. Jetzt nehmen wir unser Ei, platzieren das hier schön mittig drauf. Ich denke, so ist das top. Dann machen wir schnell den Deckel wieder zu. Und damit unser Ei eine schöne Farbe kriegt, wollen wir es auch noch ein bisschen räuchern. Dazu habe ich mir hier schon mal die Räucherschiene hingelegt. Dann habe ich mir hier so ein paar Apfelpellets geholt. Die werden wir mal hier reinmachen. So, und wenn wir die hier drin haben, dann machen wir uns hier die Öffnung für die Räucherschiene auf. Setzen diese ein.
dann einmal drehen und zurück. Schnell den Deckel wieder zu. Und wie man dann sehen kann, das Räuchern hat angefangen. Das werde ich jetzt so eine gute halbe Stunde lang machen. Das heißt, vielleicht noch einmal nachladen und was nachschütten. Was ihr dafür Räuchergut nehmt, ist egal, ob es jetzt Chips sind, Chunks sind oder wie ich jetzt Pellets. Das macht da so, wie ihr möchtet. Geschmacksrichtung natürlich auch die, die euch am besten schmeckt. Möglich ist das Ganze natürlich auch auf einem Kugelgrill, auf einem Gasgrill. Da macht ihr euch indirekte Zonen, regelt euch den zwischen 160 und 180 Grad ein. Das ist vollkommen ausreichend. Räuchern, wisst ihr ja dann sicherlich, wie es funktioniert in einem Gasgrill oder in einem Kugelgrill. Dann ist das Ganze natürlich auch im Backofen möglich. Da wird es halt nur schwieriger mit dem Räuchern. Ich denke mal, wenn ihr da anfangt zu räuchern, dann ist die Bude schnell zugemürmt, die Feuerwehr kommt und sonst was. Das lasst da bitte sein. Und jetzt bleibt das so für gute anderthalb Stunden hier drauf. Zwischendurch gucken wir noch mal rein, aber jetzt warten wir erstmal ab. Eine gute Stunde ist rum, wir schauen mal rein. Oh. Und so sieht das Ganze aus. Ich finde, das sieht schon richtig hervorragend aus. Ich werde mir jetzt nochmal ein Thermometer holen, nochmal kurz messen. Und ich denke mal, so nach 20 Minuten sehen wir uns oben, wenn wir das Ganze probieren. Dann habe ich das Thermometer geholt und ihr seht, wir haben hier gute 71 Grad im Kern. Hier sogar noch ein bisschen weniger. 75, ja, wie ich eben schon gesagt habe, so gute 20 Minuten gebe ich ihm noch. Mach die Hitze jetzt ein bisschen weg und wir sehen uns oben, wenn wir probieren. Dann haben wir es geschafft. Unser Osterei Deluxe ist fertig. Hier liegt es. Wir schauen es uns mal an. Und wie man dann leider Gottes sehen muss, ist es uns hier doch explodiert. Eben beim Kerntemperaturmessen. Kann man nicht ändern. Ist halt so. Dennoch schneiden wir einmal hier mittig durch. Ob wir vielleicht doch noch so ein bisschen was sehen können. Aber ich denke mal, ja doch, wie man sehen kann hier. Wir waren nicht mittig genug. Das ist dann schon der Grund mit, warum wir hier so eine Explosion haben, sage ich mal. Aber dennoch schneide ich mir jetzt ein Scheibchen runter und wir werden probieren. Da habe ich hier einmal die Kombo aus allem. Wir haben Fleisch, Käse, unsere Kartoffelmasse. Für das es doch teilweise misslungen ist, schmeckt es ganz gut. Aha, einmal noch hier durchziehen. Oh, noch mal mit Käse. Geschmacklich das Ganze eine Wucht, so wie wir uns das Gehackte gewürzt haben. Auch dann noch die Füllung, der Käse mit den Kartoffeln, das kommt richtig, richtig gut. Die Optik hat es zum Schluss hin leider ein bisschen versaut, weil es uns explodiert ist. Mein Gott, kann passieren. Somit seht ihr, bei uns läuft auch nicht immer alles rund. Hätten wir es doch ein bisschen mittiger gepackt oder noch ein bisschen mehr Hack drumherum, dann bleibt euch das Ganze auch heile. Und dann ja, macht es einfach so nach. Wenn ihr das so auf den Tisch packt, sage ich mal Ostern, und ihr habt wirklich das perfekte Ei da liegen, wenn es nicht explodiert, so wie das jetzt hier der Fall war, dann ist das ein richtiger Eyecatcher und geschmacklich, wie gesagt, allein die Kombo aus dem Fleisch, wie wir uns das gewürzt haben, plus alles andere, ich wiederhole mich schon wieder, ist auf jeden Fall mega. Macht's nach und lasst mich wie immer wissen, wie hat es euch geschmeckt. Dann hätten wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Ihr habt gesehen, so einen richtig schönen Osterbraten mit Füllung bzw. unserer Beilage. Ist eigentlich soweit gar nicht schwer, wenn er dann noch gelingt und nicht so wie hier jetzt platzt, das alles rausgallert. Aber ihr könnt es ja besser machen und ich denke mal, man muss auch Eier haben, das mal so zu zeigen, dass bei uns auch nicht immer alles rund läuft. Das war hier der Fall, aber warum sollte ich mich jetzt dafür schämen? Tue ich nicht. Schmeckt dennoch und die Idee an sich, denke ich mal, ist auch ganz ordentlich. An für sich wollte ich das Ganze auch nehmen und nochmal hochkant in so eine Schale stellen, dass wir das Ei wirklich stehend haben. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil dann wäre, denke ich mal, noch mehr zerfallen. Das könnt ihr euch dann auch sparen und ja, lecker war es, wie eben schon gesagt, allemal. Macht das einfach nach, probiert es einfach besser zu machen, indem euch das Ganze nicht explodiert. Hat einfach auch wahrscheinlich nur dran gelegen, dass ich an der Seite nicht genug Fleisch drum hatte. Oder vielleicht hätten wir noch mehr Bacon drum packen sollen, aber mein Gott, jetzt ist es passiert, es ist so und nachmachen könnt ihr es dennoch. Vor Ostern wird jetzt, denke ich mal, noch ein Video kommen, deswegen frohe Ostern. Wünsche ich euch trotzdem auf diesem Wege. Macht's Beste drauf, trotz der ganzen Umstände, die wir um uns rum haben. Und wichtig ist, bleibt
gesund. So, jetzt will ich euch aber auch nicht länger langweilen, nerven, was auch immer. Hat euch das Video gefallen, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür, dann natürlich auch einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch kein Abonnenten von meinem Kanal, könnt das jetzt gerne hier oben nachholen, da ploppt mein Logo auf, klickt es bitte an, dann auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer, gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut, ciao.